Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und für die Leute, die im Livestream da waren, wissen auf jeden Fall, dass mein Buch geklaut wurde von einem Schattenkrieger oder Kristallkrieger und alles drum und dran. Snoopy hat sein Schwein verloren und deswegen habe ich die heutige Mission beim Ei, was jetzt mit Federn aussieht, ja, ihr seht das gleich alles, zu versuchen, mein Buch wieder zu bekommen. Und Snoopy wird mich wahrscheinlich dazu auch begleiten, dass er Mira darum bittet, dass er sein Schwein wieder erhält. Denn ich möchte natürlich an meinem Rätsel weitermachen, weil ich hoffe, dass ich natürlich auch so ein cooles Item oder irgendein Lebewesen bekomme, so wie Snoopy. Deswegen gehen wir einfach direkt mal los zum Ei und gucken, was dort passiert. Und da sind auch jetzt die Fragezeichen mittlerweile. Snoopy? Snoopy, bist du schon hier? Hä, warum weinst du denn, Bro? Mein Schweinchen ist gestorben. Ja, Bro, deswegen wollten wir hier mit Mira ein bisschen quatschen, so, aber Bro, warum, also, redet sie nicht mit dir, Bro? Wie redet mit dir? Warte mal. Mira, Mira, Shatawa Mira, erhöre mich! Oh, warte, sie redet. Ja, hörst du mich? Nein, hör mir zu. Ja, wir werden das doch erledigen, keine Sorge. Mira. Gib Snoopys Schwein wieder Leben. Er muss auf dieses Lebewesen Acht geben. Ja, beruhig dich. Mira, gebe das Leben zurück, was Snoopy achten sollte. Verzeihe seine Fehler. Warte, sie redet, sei leise. Was sagst du? Sie hat was Ähnliches gesagt wie: Achte auf den Rhythmus des Herzschlages ihres Eis. Hörst du? Hör ganz genau hin. Warte, sie redet. Psch. Mira, Shatawa Mira. Mira? Sie sagt, in diesem Herzschlag befindet sich auch der ganze Herzschlag deines Schweines. Was? Ich glaube, wir sind ganz nah dran. Dein Schwein soll anscheinend noch leben. Aber es ist nicht ganz so leicht, sagt sie. Hä? Was hat das zu bedeuten, Kiro? Mann, sie redet in diesen Rätseln wie diese Rätsel in unsere Bücher, Snoopy. Ich habe doch auch keine Ahnung mehr. Ich will mein Buch. Ich würde auch gerne mein Buch wieder haben wollen. Es wurde mir einfach geklaut, obwohl das mein Buch ist. Ich muss doch das Rätsel lösen. Checkst du das? Ich verstehe das. Ich weiß nicht, was wir wirklich falsch machen. Wir haben alles getan. Nur damit es uns allen gut geht und damit einfach alles perfekt läuft und dann passiert sowas. Was? Warte, sie redet schon wieder. Oh, ich verstehe. Das ist ein Teil dieser Prüfung. Ich glaube, Snoopy, das wird uns Mira zwar nicht verraten, aber ich glaube, ganz ehrlich, unsere Rätsel sind miteinander verknüpft. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, die sind miteinander verknüpft, weil wenn du doch ein Lebewesen bekommen hast, was bekomme ich? Bekomme ich überhaupt was? Vielleicht ist das ein Teil des Rätsels, weil wenn du dich daran erinnern kannst, ich hoffe, ich bekomme mein Buch einfach wieder, wenn du dich daran erinnern kannst, es hieß nämlich, da wo der Zusammenhalt meiner Familie am stärksten ist, vielleicht ist das eine Art dieser Prüfung. Was stand in deinem Buch? Hast du dein Buch noch? Nein, das habe ich auch nicht. Das wird mir auch irgendwie weggeklaut. Nein. Genau wie Sue einfach mein Schwein gekillt hat. Bro, nein. Wie konnte sowas passieren? Mein Schwein ist doch nicht gestorben. Aber kannst du dich noch dran erinnern, was da dran stand? Ich glaube, da stand sowas Ähnliches wie bei dir. Also auch so an Snoopy, Chaosbringer. Ich soll irgendwie, ja, ich weiß nicht mehr, was da drin stand. Das ist schon 2 Tage her oder 3. Ja.
Ich bin so vergesslich seit kurzem. Ich weiß gar nichts mehr, was mit mir Aber abgeht. Ich habe dieses eine Schild gesehen, wo dein Schrein drin war. Tobi hat es mir gezeigt. Und da hieß es, dass es deine Prüfung ist, es aufzuwachsen oder halt aufzupassen. Und deswegen, wenn in meinem Buch drin stand, Zusammenhalt wie meine Familie, dann muss ich erst dir helfen, um Mira zu beweisen, dass ich würdig bin, mein Lebewesen oder Item zu bekommen. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt was bekomme, aber verstehst du? Sag dir ehrlich, Bro, das ist eine gute Theorie, aber wer weiß überhaupt, ob ich mein Schweinchen wiederbekomme, so. Es ist ja gestorben. Sue hat, hat es gekillt. Was will man dann noch machen? Ich verstehe es nicht wirklich. Ich brauche einfach Hilfe. Bro, ich verstehe das, aber Mira hat gesagt, hör auf den Herzschlag, hör doch mal ganz genau hin. Ja, ist das... Sie hat gesagt, der Herzschlag deines Schweines ist dort drin. Was? Stimmt. Sei ruhig und hör hin. Hörst du? Schweinchen, bist du's? Bitte. Hinter dem großen Herzschlag hört man immer ein kleines mit. Hör ganz genau hin. Bist du Schweinchen? Ich höre es genau raus, weißt du? Ja. Sag dir ehrlich, Kiro, ich weiß nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Bro, vielleicht müssen wir zu dem Tempel. Dem Tempel mit allen Himmelsrichtungen. Stimmt. Weil das war ja ein Teil der Prüfung. Hoch oben wie mein Ego, über dem Himmel. Ist mir gar nicht aufgefallen. Kann wirklich sein. Bro, ich weiß gerade, dass das ein bisschen verwirrend ist an die ganzen Leute hier. Aber ihr werdet alles noch checken, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Unbedingt. Wer fliegt da? Wer ist da? Oh, Timmy, Alter. Was geht? Timmy, Mann, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Was treibt dich hierher? Ich sag's mal so, mein Inneres hat mich hierher gerufen. Ich wusste, irgendwas läuft hier. Ja. Hey, warte mal, der Herzschlag ist schneller. Hörst du das? Hä? Der Herzschlag ist schneller geworden. Schweinchen? Ich glaube, Mira will uns damit sagen, dass es richtig ist, was wir sagen. Mira, Junge. Guck mal, es ist schneller geworden. Mira, Mira, Shatawa, Mira. Mira, komm jetzt raus, Alter. Das reicht mit dir, Junge. Timmy, beruhig dich. Timmy. Hä? Mira ist etwas viel Mächtigeres, als wir denken. Wir müssen es mit Respekt behandeln. Mira ist eine Schnepfe, Junge. Sag sowas nicht. Ah, okay, tut mir leid. Als Kianis nämlich Mira beleidigt hat, wurde er einfach sofort gekillt. Mit dunkler Magie stand dran. Kann gar nicht gekillt werden. Ich bin Timmy, Junge, der Höllenkrieger, Alter. Kian ist auch ein Loser, Alter. Selber schuld, wenn er drauf geht. Okay, Snoopy, sollen wir zu dem Tempel gehen? Ja, lass alleine gehen, weil wir sind ja die Auserwählten, weißt du? Hä? Ja, ich versteh's. Was für Auserwählte? Was babbelt ihr da? Ich glaub, du musst hier bleiben. Ja, ich glaub, Snoopy hat recht. Ich will ehrlich mitkommen, was verbindet ihr da? Ey, Leute! Ich weiß nicht, ob es dann funktioniert, wirklich. Ja, du musst verstehen, Mira hat nämlich Snoopy und mir eine Prüfung auferlegt und ich glaub nicht, dass du da mitmachen kannst. Oha. Verstehst du? Das ist etwas von größerer Bedeutung. Der Herzschlag ist schneller geworden, Snoopy. Du kannst es ganz laut und deutlich hören. Mann, das ist krass. Warte, bis ich schnell zum Tempel gehe, ich will mein Schweinchen wieder haben. Lass zum Tempel jetzt. Komm schnell zum Tempel, bitte, Giro. Wir müssen. Komm mit. Mann. Komm mit. Ich mach nichts. Mann, Timmy. Ist er weg? Ja, der folgt uns sowieso. Egal, Snoopy, wir können es nicht verhindern, ehrlich nicht. Lass mal jetzt lieber zu dem Tempel, ganz, ganz schnell. Wir müssen wirklich uns ein bisschen beeilen, Kiro. Aber ja. Lang? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich weiß es, komm mit. Okay, schnell. Ich will mein Schweinchen. Wir müssen erstmal zu unserem Tempel. Was sage ich, Tempel? Zu unserem Palast, Bro. Ja, schnell, wirklich. Freunde, es wird alles wirklich noch Sinn ergeben, wenn ich das Buch habe und ihr alles sehen werdet. Deswegen lasst schon mal einen fetten Like da, Alter. Okay, Bro. Wir sind jetzt erstmal hier bei unserem Palast. Ey, ich hab dich ehrlich gesagt auch noch nie so traurig erlebt, Mann. Ist das Schwein wirklich so stark? Bro, es ist nicht stark, es ist meine Familie. Wie ihr meine Familie seid, weißt du? Und weiß ich. Ja, aber ich meine halt, weißt du, du hast es halt noch nicht so lange gehabt, aber du bist so emotional deswegen, also... Na ja, nach zwei Tagen ist mir so rangewachsen wie jemand nach 10 Jahren oder so, ich sag dir ehrlich. Boah, ihr müsst schon echt viel erlebt haben, wenn du das so sagst. Wir haben richtig viel erlebt. Okay, komm mit, wir holen dein Schwein zurück.
Mira hat uns seine Prüfung auferlegt. Wir müssen das einfach erfahren. Ja, wir müssen wirklich wissen, was jetzt passiert. Oh. Das wird jetzt gleich ein bisschen verrückt sein, Snoopy, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wir müssen einmal hier nach oben. Komm auf jeden Fall mit. Hast du Blöcke? Nee, ich hab keine Blöcke. Okay, guck mal. Das ist jetzt wirklich super duper verrückt, aber wenn du hier hochfliegst, fliegen wir durch die Netherdecke einfach ganz nach oben zu dem Tempel. Guck. Und wir sind durch. Bro, ich weiß nicht, aber ich habe eine wichtige Frage da noch. Ja, Bro, schieß los. Irgendeinen schnelleren Weg irgendwie hier zum Tempel, weil ich bin ehrlich, das hat ganz schön lange gedauert. Ich habe keine Raketen mehr. Hä, Bro, du warst doch im Livestream dabei. Wir haben uns doch durch diese, durch die Festung da durchgeboxt, durchgebaut, hä? Daran kann ich mich nicht erinnern, was laberst du? Bro, komm mit, ich zeig's dir. Hä? Digga, du hast schon wieder so 3 IQ-Skill, es ist insane, Bro. Ja, Bro, ich weiß das doch selber. Nein, guck, hier ist doch unsere riesige Festung, oder halt, beziehungsweise die Arena. Ja. Hier, guck. Kommst du? Und hier ist der Teleporter, Digga. Hä? Aber, hä? Ja, komm durch. Digga, der will mich doch gerade einfach nur trollen, oder? Bro, guck! Ach so! Digga, was ist mit dir eigentlich nicht richtig? Oh, jetzt kann ich mich wieder... Ach so. Ja, Bro, komm jetzt. Ich bin ein bisschen vergesslich, glaube ich. Ja, Bro, komm jetzt mit. Komm mit. Wir holen jetzt dein Schwein wieder. Ey, Bro, was denn? Können wir irgendwie... Kannst du mir noch mal ein paar Raketen geben? Ich hab gar nichts mehr. Warte, Digga. Hier, ich hab extra gefarmt gestern noch. Nimm ein Stack raus. Oh, danke schön. Warte, ich brauche... Bro, ein Stack, hab ich gesagt! Ja, okay, hier. Bitteschön. Oh, das ist immer noch nicht ein Stack. Bro, ich kann nicht... Bin nicht ja, so Digga, schön. Egal. Behalt einfach. Erstick dran, ja. Bro, oder so. Keine Ahnung. Digga, jetzt komm, Bro. Wir haben eine Mission. Aber du bist sicher, dass ich mein Schwein wiederbekomme? Bro, ich glaube, das ist der einzige Weg, weil sonst macht das Rätsel überhaupt keinen Sinn. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, warte, lass mal reingehen. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe doch hier auch einiges ausprobiert. Ich habe hier probiert, die Portale anzumachen. Ich habe probiert, durchzugehen, aber da kommt man nur an einem Strand raus. Das zeige ich später auch noch. Bro, ich habe versucht, da nach oben zu gehen. Ich hab's nicht kapiert. Also ich hätte einfach wirklich gerne wieder mein Buch. Ich guck, aber es ist weg. Irgendwer hat es mir geklaut. Die Sache ist halt einfach die, ich denke, und deswegen denke ich das einfach, weil ich einfach am Livestream-Tag, also am Samstag, habe ich nichts bekommen. Ich habe kein Schwein wie du bekommen. Ich habe kein Item bekommen wie du. Und weil du dein Schwein genau am selben Tag verloren hast, bevor ich mein Rätsel bekommen habe, habe ich einfach die Theorie, dass ich dir erstmal hier helfen muss. Weil es ging in meinem Buch ja um Zusammenhalt mit meiner Familie, Bro. Und du bist meine Familie. Du bist ja ein Höllenkrieger, Bro. Ja, das Ding ist, guck mal, ich sag dir mal was, okay? Also, vielleicht hat mein Schweinchen ein paar Leute mal angegriffen gehabt und so. Ja. Aber das war ja selber noch ein Baby, musst du verstehen. Er wusste nichts von der Welt. Aggressionsproblem, dies, das. Ja, und dann macht Zhu, killt ihn einfach. Und das Ding ist... Digga, der wird sowas von dafür büßen. Das war meine Familie, genau wie du es bist. Und deswegen, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, Sue ist auch zum Beispiel online. Wir werden mal später bei der Schattenkrieger, Bro, sorry, ich meine Schatten-Loser-Base gucken, dass wir den abpassen oder so. Und wenn er nicht kommt, wenn er sich nicht traut und so, dann, ja, das sprengen wir halt vielleicht was. Ich habe noch TNT. Und ich habe im Livestream, habe ich deren geheimen Besprechungsraum gefunden, Digga. What? Ja, hey, ich kenne deren geheimen Besprechungsraum, Bro. Den können wir sowas von zerlegen, Alter. Bro. Kannst du ja komplett hoppen? Ja, ich weiß nur nicht, wie dieser Mechanismus da aufgeht, weil irgendwie hat Randy da, keine Ahnung, der hat da, keine Ahnung, ach, egal. Bro. Wie sollen wir das denn jetzt machen, Kiro? Hast du deine Tröte dabei? Ja, meine Tröte habe ich dabei, aber die funktioniert doch gar nicht. Ich weiß, Bro. Aber weißt du, mit den Himmelsrichtungen, weißt du, ich kann mich noch ganz grob erinnern an mein Buch, wo es dran stand, in allen Himmelsrichtungen verteilt liegt die Kraft oder so ähnlich. Also, checkst du vielleicht, was damit gemeint sein könnte, in Verbindung, was mit dir zu tun hat? Irgendwie Norden, Osten, Süden, Westen vielleicht, so Norden, hier ist ja Norden. Ja, an allen Himmels... Aber Bro, also wir hatten auch die Theorie, weil guck mal,
In jede Himmelsrichtung gibt es nämlich hier so biomtechnisch. Also hier ist eine Festung, hier ist Soul Sand, hier ist Crimson und Warped Forest und hier Basalt Delta. Und wo gibt es am meisten diese Schweine? Hier, Crimson Forest. Vielleicht müssen wir in den Süden reisen oder irgendwas in den Süden, weil in der Süden liegt deine Kraft vom Schwein. Ich glaube, ich habe eine gute Idee, Bro. Aber ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach in die Mitte gehen und dann ausprobieren, was meine Idee ist? Bro, warte, ich mach hier zu, dass du dich hinstellen kannst, genau in die Mitte. Ich bleib draußen, Bro. Keine Ahnung, was hast du vor? Bro, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, okay? Was machst du denn? Norden! Hä? Osten! Hä? Süden! Westen! Freunde, was macht ihr da? Ich will mein Schweinchen wieder! Was machst du Norden, da? Osten, Süden, Westen. Hä? Ich möchte mein Schweinchen wieder! Norden, Osten, Süden. Was hat das her auf einmal? Ich hä? Ich will mein Schweinchen wieder! Bro, das Norden, klappt Osten, doch nicht. Süden, Westen. Ich will mein Schweinchen wieder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist gewachsen! Es ist gewachsen, Snoopy! Na, es ist durchs Portal. Es ist durchs Portal. Oh mein Gott, du kannst ihn einfach wieder rufen! Yeah. Schweinchen, du bist zurück! Schweinchen, ich hab... Bro, Snoopy, ich wusste es. Ich wusste es. Alter. Oh mein Gott, meine Theorie war einfach richtig. Ich kann es nicht fassen. Ich musste dir... Hab ich jetzt... Warte, habe ich irgendwas bekommen? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendein Item, Bro? Dein Schwein ist wieder durchs Portal. Oh Mann, ey. Aber mein Schweinchen ist wieder da, Kiro. Bro. Ich liebe ihn so. Ich liebe ihn. Hä? Was? Was war das? Hallo? Hä? Wer ist da? Ist hier jemand? Der Digga, Stu ist hier. Stu, Bro, du hast schon... Stu! Bro, komm her. Das ist mein Schweinchen. Du hast selber... Oh mein Gott. Du hast mein Schwein gekillt. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Komm her. Bro, du kriegst erstmal deinen kompletten Fett ab dafür. Ja, ich du hast mein Schwein gekillt! Ja, hat es mich gerade angegriffen? Natürlich greift es dich an! Digga, das hat richtig keinen Bock auf dich, Digga! Na, hast du was willst du jetzt machen? Er steht in ihn drin, Bro! Ich habe Angst, dass ich dein Schweinchen hitte! Komm, komm, du triffst ja nicht mal auf 5 Meter, Digga, hä? Was mit dir? Komm, Schweinchen, besieg ihn! Ja! Schweinchen! Schweinchen! Hol ihn wieder! Oh nein! Ja, was willst du jetzt machen? Ja! Schweinchen besiegt dich einfach! Bro, wir müssen nicht was machen eigentlich! Ja, komm, ich bleib jetzt leider auf 10, ganz ehrlich. Ich bleib jetzt einfach stehen. Greif ihn weiter an! Auf ihn! Ich sag dir ehrlich, ich mach jetzt die ganze Macht von meinem Schweinchen! Ja, auf ihn! Auf ihn! Bro, jetzt, wir lehnen uns zurück, Bro! Wir lehnen uns zurück! Ja, okay, so geht das. Sophie! Ja, ja. Weiter, komm. Ja, Schweinchen auf ihn. Schon alleine, Bro. Alles gut. Ja, komm, wir. Gar kein Damage. Ja, zack. Brenn noch mal schön. Schweinchen. Bro, wieso hast du es nicht einfach davor schon gemacht? Hinterher. Ich wollte ihn ein bisschen. Ey, wo ist denn, Bro? Wo ist er hin? Hä? Bro, egal, er kommt nur hier raus. Stimmt. Nein, warte mal, ich kann eigentlich auch zu der Festung wieder fliegen. Nein! Oh. Bro, wo ist er hin? Warte, da war. Tschu! Wo? Er fliegt weg! Hä? Nein. Wenn jetzt Kiro noch seine Fähigkeit bekommt, dann ist er. Ja, Kiro kriegt seine Fähigkeit! Hoffentlich. Wollen wir hinterher fliegen? Ich hab auch gehört, dass du mit Mira geredet hast. Ich hab genau gehört, dass du mit mir Bro, was bist hast. Du für ein ekliger Stalker, Mann? Ist so! Ich seh, was ihr davon habt. Ja, du bist Warte, schieß ihn ab, irgendwie ab. Nein, ich hab keine. Ihr eh nicht. Auf Wiedersehen. Ey, egal. Oh, Bro. Warte, er fliegt bestimmt nochmal eine Runde. Warte. Fliegt er? Oder nee. Er fliegt bestimmt zur Festung, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ja. Oh, egal, Bro. Du hast deine Macht, Deus. Bro, Schweinchen ist wieder da! Schweinchen! Hilfe, Junge. Aber Bro! Lass Festung wieder, oder? Bro, ich bin ein bisschen sauer. Also, Bro, ich gönn dir von Herzen, dass Schweinchen wieder da ist, sogar mit der doppelten Größe, wie er dich verlassen hat, aber. Bro. Ja?
ich habe mein Buch nicht mehr und ich krieg's irgendwie auch nicht mehr und ich habe dir doch jetzt geholfen. Wo ist mein Item? Wo ist der Teil, wo Kiro belohnt wird? Ich weiß nicht, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich weiß auch nicht, was da zurzeit los ist. Was will er jetzt hier? Hey! Blöder Gast. War der Gast vielleicht mein Tier? Ey! Ja, Schweinchen! Ja, er ist wirklich der Beste. Ja, wirklich. Ach, Bro, Digga. Kiro, ich sag dir, ich danke dir wirklich für die Hilfe, Bro. Ey, Bro, jederzeit wirklich immer, Bro. Ich hab grad keine Worte mehr, weil ich so emotional geladen bin irgendwie. Und weißt du, das Geile ist, nimm so eine Enderperle mal in die Hand am besten. Weil wenn wir hier... Oh, warte. Ich muss meine Spitzhacke nehmen. Das war die falsche. So. Wenn wir uns hier runter droppen. Und dann mit Enderperle einfach kurz vor Aufprall hier. Und dann sind wir schon daheim. Oh, stimmt. Ja, wir sind schon zu Hause. Bro, das ist richtig Luxus, sag ich dir ehrlich. Das ist richtig, richtig Luxus. Och, Digga. Ah, nein. Du zerstörst unseren Luxus. Unser Luxus, Mann. Ja, so passt das doch. Aber Kiro, ich sag dir, ich bin jetzt erstmal weg. Es war wirklich krass, dass du mir geholfen hast. Ich hab endlich mein Schweinchen wieder, Bro. Ja, ich muss doch mal mit Bira reden. Ja. Ich will mein Buch wenigstens wieder haben, dass ich das Rätsel nochmal nachvollziehen kann. Wir klären das schon morgen, okay? Ich bin jetzt erstmal weg. Wir sehen uns. Ja, okay. Tschüss. Bis dann. Viel Spaß mit deinem Schwein. Okay, Freunde, ich glaube, ich gehe jetzt einfach nochmal zu Mira und red mit der am besten. Ich will doch nur zumindest mein Buch wieder haben. Oh Mann. Egal, ich gucke jetzt einfach mal. Ich schaue jetzt einfach. Ich will jetzt unbedingt mit Mira reden, Freunde, weil ich will auch wieder mein Buch zumindest haben oder irgendwas. Ich will jetzt mein Item endlich. Ich habe Snoopy geholfen. Mira. Mira, Mira, Shadow Mira. Erhöre mich. Was sagst du? Oh. Nein, das macht doch gar keinen Sinn, Mira. Nein, 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 ich habe Snoopy geholfen. Er hat sein Leben wieder bekommen. Du weißt es doch ganz genauso wie ich auch. Mira. Gib mir, was mir zusteht. Nimm es einen Dieb weg und gib mir, was mir zusteht. Mira, Mira, Shatawa, Mira. Mann, wieso sprichst du jetzt nicht mehr mit mir, Mira? Was sollen diese Fragezeichen bedeuten? Mira, bitte. Ich will doch nur mein Buch. Ist es da? Nein. Ich hab's in mein Inventar im Livestream bekommen, Freunde. Also für euch als kurzer Rückblick. Dieses Ei hier hat sich von schwarz gefärbt zu diesen Federntexturen mit einem Hühnersound. Ab da wusste ich ganz genau, es hat was mit mir zu tun. Die ganze Zeit habe ich gewusst, dass das Ei irgendwas mit mir zu tun hat. Logisch. Und dann habe ich im Inventar das Buch Familie bekommen. Und in diesem Buch war ein Rätsel drin. Dieses Rätsel hat jetzt unmittelbar wohl dazu geführt, dass wir das Schwein von Snoopy wieder zurückholen konnten. Aber was ist jetzt mit mir? Was ist das, meine Prüfung gewesen? Ist das alles die Freude von Snoopy, weil er zu meiner Familie gehört? Ich verstehe das nicht. Und Mira spricht auch nicht mehr mit mir. Oh, Mira, Mira, Shatawa. Nein, nein, sie redet nicht mehr. Nein. Okay, ich glaube, mir bleibt nur noch eins übrig, nochmal zum Tempel zu gehen und auch so wie Snoopy Norden, Süden, Osten, Westen und sowas zu rufen. Ich probiere das vielleicht noch als letztes. Mira redet nicht mehr mit mir, sonst wird mir einfach nichts mehr einfallen. Ja, und dass Hugh uns schon wieder belauscht hat, ist halt mal wieder absolut klassisch. Er hat uns verfolgt, er weiß jetzt auch nochmal, wo dieser Tempel ganz genau ist. Bro, das ist halt crazy. Er ist auch gar nicht weit weg an sich. Er ist ja direkt hier. Und wenn er... Genau, hier. Und dann versuche ich das einfach gleich, so wie Snoopy das auch gemacht hat. Hier ist ein Lesepult mit... Ist da... Oh mein Gott, Freunde! Ist da vielleicht das nächste Rätsel jetzt drin, weil ich Snoopy geholfen habe, oder? An Kiro Höllenhuhn. Hoch oben wieder. Das ist mein Buch! Das ist mein Buch! Mein Buch! Ich hab's wieder! Familie vom Projekt Mira, ja! Dem Dieb wurde das geklaut! Ich hab's wieder, Freunde! Oh mein Gott!
Jetzt kann ich es euch gleich direkt original zeigen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mach hier zu. Oh mein Gott, Freunde, Freunde, Freunde. Ich habe mein Buch wieder. Ich dachte eigentlich, also ich hätte gehofft, dass es ein anderes Rätsel ist, ein neues Rätsel, aber ich bin auch zufrieden mit dem Buch. An Kiro Höllenhund, hoch oben wie dein Ego, in allen Himmelsrichtungen verteilt, findest du eine Macht so stark wie der Zusammenhalt zwischen dir und deiner Familie. Finde es und lerne es zu nutzen. Dies ist deine Prüfung. Das so hoch wie mein Ego in allen Himmelsrichtungen war dieser Tempel hier gemeint. Okay. Finde die Kraft verteilt in allen Himmelsrichtungen war gemeint, wahrscheinlich weil ich Snoopy geholfen habe. Bedeutet Mira, was verlangst du noch von mir? Ich muss sofort an der Ender Chest rankommen. Es darf keiner davon erfahren, dass ich das Buch habe. Das heißt, ich werde es sofort in meine Ender Chest ablegen. Und ich gehe jetzt wieder durch dieses Portal, lege sofort das Buch in deine Ender Chest ab und gehe direkt offline. Es darf keiner erfahren, dass ich das Buch wieder habe. Weil checkt ihr das? Mira ist, glaube ich, wirklich so auf unserer Seite, weil selbst Mira checkt, dass wir nicht die Bösen sind. Sonst wäre sie ja nicht auf unserer Seite. Checkt ihr das? Warte, bei Tobi im Haus ist ja auch eine Ender-Chest. Ich bin ja ein willkommener Gast. Durch, dass er ein Höllenkrieger ist. Lululul. Hier, so, schnell. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich muss aber jetzt schnell offline gehen, nicht, dass ich irgendwie erwischt werde oder dass irgendwer was davon jetzt mitbekommen hat. Deswegen, Freunde, wenn ihr nichts mehr dazu verpassen wollt und ob ich noch ein Item bekomme, deswegen folgt mir unbedingt rein, lasst ein Like da, ein Abo und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen.